Hallo, mein Name ist Johanna Linemeier und ich bin Ergotherapeutin. Meine Ausbildung habe ich zunächst in Österreich absolviert, an der Fachhochschule Gesundheitsberufe Oberösterreich in Linz, wo ich den Bachelor gemacht habe und anschließend einige Jahre als Ergotherapeutin in der Pädiatrie tätig war. Während dieser Tätigkeit habe ich den Master in Occupational Therapy absolviert. Das ist ein internationales Masterprogramm. Und hier habe ich unter anderem auch die ZHAW kennengelernt. Danach verschlug es mich in die Schweiz, wo ich ebenso als Ergotherapeutin in der Pädiatrie tätig war. Und vor rund einem Jahr habe ich das PhD begonnen, wo ich nun mein Interesse an Kindern und Familien aus der Perspektive der Forschung weiterverfolgen darf. In meinem PhD-Projekt geht es um die Partizipation von Kindern mit Zerebralparese, deren Geschwisterkinder und der Familie als Ganzes in der Schweiz. Meine Arbeit ist in ein größeres nationales Projekt integriert und ich darf mich dabei auf die Geschwisterkinder fokussieren. Ich untersuche, wie Geschwisterkinder am Familienalltag teilhaben, was sie bräuchten, um gesund und zufrieden an Betätigungen des alltäglichen Lebens teilhaben zu können und ob sie eventuell Einschränkungen im Alltag erleben. Ich bin im PhD-Programm Care and Rehabilitation Sciences eingeschrieben. Das ist eine Kooperation der Universität Zürich mit der ZHAW. Und dieses PhD-Programm ermöglicht es insbesondere Personen aus den Gesundheitsbereichen, wie zum Beispiel der Ergotherapie, ein Doktorat zu absolvieren. Das PhD-Programm besteht im Großen und Ganzen aus drei Komponenten. Der Hauptteil ist die Durchführung des Forschungsprojektes, aber es sind auch Kurse an der Universität zu absolvieren in Form von 12 ECTS-Punkten. Und der dritte Teil besteht aus einer Tätigkeit in der Lehre. Ich bin im Institut für Ergotherapie an der ZHAW angestellt und hier Teil des Forschungsteams. Deswegen bin ich den größten Teil meiner Arbeit an der ZHAW in Winterthur. Einen Teil meiner Arbeit kann ich aber auch im Homeoffice machen. Das bringt für mich und meine Familie auch Vorteile. Beispielsweise kann ich schon zu Hause sein, wenn meine Tochter von der Schule nach Hause kommt. Ich kann aber auch flexibel auf meinen Arbeitsprozess reagieren, je nachdem, ob es gerade mehr Austausch mit KollegInnen benötigt oder ich mich in Ruhe auf eine Analyse konzentrieren möchte. Ich bin aber auch an anderen Orten tätig und unterwegs, beispielsweise am Campus der Universität Zürich oder an den Standorten unserer Projektpartner. Ich mache Interviews in der Schweiz oder bin an Kongressen auch im Ausland, wo ich mit einer breiteren Forschungscommunity in den Austausch treten kann oder Resultate von meinen Studien präsentieren kann. Am PhD-Programm Care and Rehabilitation Sciences gefällt mir besonders, dass ich die Kurse flexibel belegen kann. Es gibt außerdem die Möglichkeit, auch extern Kurse zu belegen, beispielsweise am Karolinska-Institut in Stockholm, wo es eine Kooperation gibt. Besonders bereichernd finde ich auch den interdisziplinären Austausch mit anderen Studierenden und die sehr freundliche und angenehme Atmosphäre am Studiengang. Ein Ziel von mir ist es definitiv auch in Zukunft in der Forschung tätig zu sein und weitere Forschungsprojekte mitgestalten zu können. Ich möchte Antworten auf relevante Fragen aus der Praxis von Gesundheitsfachpersonen finden können und einen Beitrag leisten, um die Lebensrealität von Kindern mit und ohne Beeinträchtigung und deren Familien zu verbessern. Außerdem macht es mir mega viel Spaß, in der Forschung zu arbeiten und gefühlt jeden Tag etwas Neues zu lernen. Thank you.
Musik.